Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Uns alle hier eint der Wunsch nach einer friedlichen und atomwaffenfreien Welt. Und deshalb bekennt sich die Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich zu einer Welt ohne Atomwaffen. Die Fraktion Die Linke fordert nun heute einmal mehr, muss man sagen, in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, die Teilnahme Deutschlands an der nuklearen Teilhabe der NATO aufzukündigen und den Abzug, wir haben das eben noch mal gehört, der Atomwaffen der Vereinigten Staaten von Amerika von deutschem Boden einzuleiten. Und um es gleich zu Beginn klar zu sagen, solange Länder wie Nordkorea, der Iran, Pakistan, aber auch Russland mit Völkerrechtsverletzungen, Kriegsrhetorik und Ankündigungen über die Ausweitung ihrer Atomprogramme drohen, wäre ein einseitiger Verzicht der freien Demokratien dieser Welt gefährlich und verantwortungslos. Ich selbst wurde 1966 in Berlin, genauer gesagt in West-Berlin, geboren und habe 23 Jahre meines Lebens den Kalten Krieg und die kommunistische Mauer quer durch meine Heimatstadt erlebt. Ich habe hier in Berlin zum einen die Bedrohung, aber andererseits auch das Gefühl des Schutzes durch die Westalliierten, unsere französischen, britischen und amerikanischen Freunde, gespürt. Und ich habe 1987 gemeinsam mit Hunderttausenden von Berlinern den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan am Brandenburger Tor erlebt, als er gesagt hat, Mr. Gorbatschow, open this gate, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Dass diese Worte 1989, zwei Jahre später in Europa Realität wurden, meine Damen und Herren, lag nicht an Nachgiebigkeit. Es lag nicht an Anbiederung. Und es lag auch nicht an einseitiger Abrüstung, sondern es lag, man könnte sagen, leider. Es lag leider nicht zuletzt daran, dass die NATO Europa, Deutschland und den Westteil Berlins auch durch Nachrüstung, auch durch den NATO-Doppelbeschluss und auch durch atomare Waffen gegen die militärische Bedrohung durch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt geschützt hat. Auch das ist die historische Wahrheit. Ich selbst habe, weiß nicht, ob das auf Sie auch zutrifft, ich selbst habe kleine Kinder. Und natürlich würde es mich freuen, wenn meine Kinder eine Welt ohne Waffen, insbesondere ohne Atomwaffen, erleben könnten. Eine Welt ohne Krieg, ohne Terror, ohne Giftgaseinsätze, ohne Extremismus, übrigens auch ohne religiösen Fanatismus. Und eine Welt ohne Raketentests und ohne Diktatoren, die Städte und Menschen bedrohen und diese Raketen androhen, auf Städte und Menschen zu schießen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, aber, Herr Kollege? Von wem von auch immer Kollegin, der Herr. Ja. Ich sehe Sie gegen die Sonne nicht, aber. Ja, danke schön, Herr Präsident. Ja, lieber Kollege Steffel, die Zeiten des Kalten Krieges sind vorbei, wollte ich Sie darüber informieren. Und ich hoffe, Sie wünschen sie sich nicht zurück. Ich habe jetzt eine konkrete Frage. Ist Ihnen bekannt, dass es einen Beschluss gibt bereits des Bundestages vom Jahr 2010, die Atomwaffen abzuziehen? Und wie schätzen Sie denn diesen Beschluss ein? Wäre es nicht an der Zeit, ihn umzusetzen? Wissen Sie, erstens, Ihre Zwischenfragen und Nervosität, wenn man über die glücklichsten Stunden der deutschen Geschichte spricht, entlarven Sie jedes Mal aufs Neue. Ich will Ihnen aber die Antwort zum Kalten Krieg geben. Ich hatte 1989/90 auch die Hoffnung, dass die Zeit der Auseinandersetzung beispielsweise zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland endgültig und für immer vorbei ist. Ich habe heute den Eindruck, wir haben lange Jahre und Jahrzehnte nicht so wenig über Abrüstung gesprochen wie zurzeit. Und wir müssen aufpassen, dass nicht wieder eine Situation eintritt, wo man am Ende sprachlos wird und nur noch mit Drohungen und Waffen im Ergebnis Diplomatie ersetzt wird. Insofern glaube ich, dass wir sehr aufpassen müssen, gerade wir Europäer, und unseren Beitrag leisten müssen, dass durch Diplomatie das nicht mehr geschieht, was wir in den 70er und 80er Jahren, insbesondere übrigens in Berlin, erlebt haben. Ich bin leider auch Realist. Und auch das gehört zur Wahrheit. Mit Flugscharen
Und mit Anbiederungen und warmen Worten werden wir die Diktatoren dieser Welt nicht beeindrucken. Auch das ist leider, und ich sage ausdrücklich leider, historische Wahrheit. Wir werden die militärische und politische Macht dieses Planeten nicht diesen Diktatoren überlassen können. Das wäre verantwortungslos gegenüber denen, die heute leben, und insbesondere gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern. Und wir sind eben leider nicht auf einer kleinen friedlichen Insel in der Karibik, sondern wir sind mitten im Herzen Europas, eines der bedeutendsten Länder Europas. Und wir haben die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Realität heißt eben beispielsweise auch, Russland hat vor 4 Jahren die Krim annektiert. Völkerrecht wurde gebrochen und es gibt tagtäglich immer noch Tote, wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt in der Ukraine. Auch das gehört zur Wahrheit. Und da bin ich wieder bei Ihrer Frage. Auch das habe ich mir 1989/90 nicht vorstellen können. Ich habe mir das schlicht und ergreifend nicht vorstellen können. Insgesamt müssen wir Diplomatie einsetzen. Das ist die stärkste Waffe freiheitlich-demokratischer Völker. Wir müssen und wollen alles dafür tun, ein jahrzehntelanges neues Wettrüsten zu verhindern. Das erreichen wir durch Diplomatie, aber auch durch Verteidigungsfähigkeit. Sicherlich nicht durch einseitige Schwäche gegenüber Diktatoren. Denn diese Schwäche, meine Damen und Herren, das zeigt uns leider die Geschichte, interpretieren Diktatoren zumeist anders als wir. Herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner.